Bin dann so circa einer Stunde, wäre ich ungefähr wieder da. Carsten hat die Stellung. Mach ich. Und freue mich auf das Ende nachher, dass ich zusammen kommentieren kann auf jeden Fall. Ja. Bis später erstmal, ich möchte mich hier. Okay. Bis dann. Jo. Ja, also ich kommentiere dann jetzt mal alleine weiter. So, die aktuellen Positionen sehen folgendermaßen aus: auf 1 Dominik Frades, auf 2 Martin Fuhrmann, wer hätte es auch anders erwartet, auf Platz 3 Kai Knebel von SKS, auf Platz 4 Frank Bauer in der Corvette, der hat glaube ich noch keinen Boxenstopp absolviert. Auf Platz 5 jetzt Manfred Schneider. Sein Teamkollege Kai Knebel in einem Alpina B6 GT3. Peter Grau dahinter auf der Position 6. Ja, relativ dicht gefolgt von Thomas Sutter. Dahinter Henning Mollert, der Teamkollege von Peter Grau. Ja, Marinus Rieder vorhin noch erster. Oh, sehe ich da eine Beule? Oh, Mist, was ist jetzt passiert? Ja, da ist eine kleine Beule drin. Wann hat er sich die geholt? Naja, auf jeden Fall, vorhin war noch erster, als er in die Box kam, und jetzt sind wieder 8 Piloten an ihm vorbeigezogen, während er in der Box stand. So, das müsste jetzt... Ja genau, das ist Stefan Denecke. Ja, SKS Racing auf 9 und 10. Nehmen Sie, das Team heißt ja Speedy Gonzales. Also es gibt ja den Speedy Gonzales Clan, die sind hier in zwei Teams vertreten. Einmal in dem SKS Team mit den Alpinas und eben dem Speedy Gonzales Team hier in den Porsche 911 GT3 Airs. Was hier zu beobachten ist, fällt mir zumindest auf, Stefan fährt eine ziemlich saubere Linie. Oh, ja. Da kommt er weit raus. Da gerade noch abfangen können. Oh, wie
jetzt sich Abstand von Stefan zu seinem Teamkollegen vor ihm verhält. Hey, du willst, gell? Ja, vielleicht doch nicht ganz so sauber. Und Moment mal, ist das jetzt hier Henning? Marinus oder Stefan? Also das ist Stefan. Ja, ja, das ist Stefan. Okay, jetzt hat sich dieses Mysterium auch gelöst. Also hier haben wir jetzt Marinus Rieder. Ich werde mir das jetzt mal merken. Also Marinus fährt. Ach so, er fährt nur mit einem Spiegel. Der ist weiß. Stefan fährt auch mit weißen Spiegeln. Okay, das war jetzt nicht so gut. Ja. Uiuiui. Wir gucken uns jetzt mal live. Bauer einfach schön Platz gemacht. Wo ist Dominik, vor Arbeit hin. Auf Platz 8? Was war da denn passiert? Schauen wir uns doch mal an, ob die Erwiderung geschehen vorliegt. Ob das funktioniert, musste. Nee, das Auto sieht relativ heil aus. Was kann eigentlich auch nicht sein, dass er schon wieder in der Box war. Also regulär. Ein Mysterium. Naja, wobei. Letztes Mal war er in der Box vor einer knappen Stunde. Das könnte natürlich sein, ja. Ja, genau. Wenn er da vollgetankt hat. Ja, das war also jetzt ein regulärer Boxenstopp. Wage ich jetzt mal zu mutmaßen. Also, liebe Zuschauer, schaut euch das an. Man kann keine saubere Linie fahren. Sauberere, Entschuldigung. Breite der Strecke. Perfekt ausgenutzt hier. Ganz nah am inneren Grab, ohne jetzt zu viel drüber zu fahren und damit Zeit zu verlieren.
Auf Platz 2 sehen wir schon einen relativ, einen ziemlich großen Vorsprung. Der Zweitplatzierte hier müsste, wer haben wir denn hier als Zweitplatzierten? Kai Knebel kommt jetzt erst über die Start- und Ziellinie mit, ja, mit 20 Sekunden Rückstand nach einer Stunde. Peter Grau auf der 3. Mit weiteren 20 Sekunden Rückstand auf den vor sich platzierten Kai Knebel und insgesamt 40 Sekunden Rückstand auf Martin Fuhrmann. Relativ nah dahinter mit, ich meine, es waren 1,5 Sekunden, ist hier Kai Knebel, Manfred Schneider. Ja, jetzt ist der Vorsprung schon angewachsen auf 2 Sekunden. Könnte natürlich auch sein, dass vorhin der Peter Grau hinter Manfred Schneider war. Ich glaube, so war es auch. Und jetzt Manfred Schneider ein Problem hat, könnte sein, auf jeden Fall mit den Reifen, dass die jetzt schon so stark abbauen. Eine weitere Position dahinter haben wir Thomas Sutter. Der Abstand zwischen den beiden, er biegt jetzt hier ein. Thomas Sutter fährt da jetzt. Naja, wenn Manfred wirklich so schlechte Reifen hat, dann könnte Thomas ihn bald auch schnappen. Große Rauchwolke hier. Anscheinend Manfred Schneider weit rausgekommen. Fuhrmann hat auch seine Führung um eine weitere Sekunde ausgebaut. Und hier Thomas Sutter kommt jetzt an Manfred Schneider ran. Das wage ich jetzt mal zu prophezeien. Könnte zwar noch ein paar Minütchen dauern, aber doch nicht. Meine Güte. So, Marinus Rieder jetzt auf 6. Dominik Fahl jetzt auf 7. Helling Wollert steht in der Box. Das erklärt den Positionsgewinn von Rieder. Und, das Schock hat jetzt auf 8. Was ist jetzt los? Also Boris Kreuz auf 9, davor Joris Rüppfert.
schauen wir uns mal Martin Fuhrmann an. Hier haben wir die Theorie bestätigt. Manfred Schneider hatte einfach zu viel Zeit verloren. Reifen waren wohl zu schlecht und hat jetzt einen Boxenstopp eingelegt. Abstand zwischen Rieder und Roberts jetzt 4,5 Sekunden. Der wird wohl auch relativ rapide sinken. Gleich können wir uns wieder die Split Time angucken. Ah, Martin Fuhrmann ist also gerade in der Box. Deswegen hat jetzt Grau die Führung übernommen. Oh. Oh, das wird ja jetzt aber. Na, wird doch nicht eng. Aber auf Position 3. Gehen würde bitte, danke. Also Fuhrmann haben wir jetzt auf Platz. Also Boxenstopp gereinigt führt jetzt ja Dominik Flavetz vor Martin Fuhrmann. Also deine Strategie scheint was gebracht zu haben. Vorsprung jetzt im letzten Sektor von Marinus Rieder auf Dominik Flavetz um 0,6 Sekunden schon geschwommen. Ihr hört schon, meine Redemuskeln fangen an zu versagen. Ich werde mir mehr von diesem österreichischen Energy Drink geben müssen. Ich darf ja keine Fleischwerbung machen hier. Wir stehen hier am Ende noch bei der SRC, die Jugend- Verbraucherschutz auf der Matte. Den wollen wir ja nicht. So, jetzt lässt er hier richtig fliegen. Jetzt der Vorsprung im letzten Sektor um 1,3 Sekunden verringert. Also in der nächsten Runde wird er ihn sicher überholen, der Martin Fuhrmann. Ich verwechsel ja als meine Güte. So, ja, der Abstand jetzt noch 2 Sekunden. Der letzten Zieldurchfahrt hat er noch 4,5 Sekunden betragen und 2,5 Sekunden jetzt haben wir die Fahrt jetzt auf. Man muss wieder gut gemacht.
Also ja, das ist schon viel. Vielleicht kurz mal zu veranschaulichen, wie viel das wirklich ist. Werde ich jetzt mal kurz das Bild anhalten. Er fährt jetzt hier durch. Eins, drei, einhalb. Also ist schon richtig viel. Könnten hier etwas undefinierbare Geräusche durchkommen, die rühren daher, dass ich trinke. Jetzt fragt man sich natürlich, wieso zeigt dieses Tuch jetzt den Abstand zum viel weiter entfernten Hintermann an? Wahrscheinlich, weil ich so lange nicht mehr durchgeschaltet habe. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal tun. Auf Platz 1 haben wir jetzt Peter Grau im GRL F1 Racing Team. Mit 15 Sekunden Vorsprung vor dem jetzt zweitplatzierten Thomas Sutter. Im Kollegen von Jörg Degenkolbe, der hier meines Wissens nicht am Start ist heute. Holt hier ganz schön Funken. Sehr tief das Auto. Der 3 Marinus Rieder. Na? Na? Da hat er aber wieder ein bisschen was dampfen lassen müssen, der Dominik Fabitz. Also ich meine, der Vorsprung war eben schon mal weniger. Vielleicht jetzt in der ersten Kurve verbremst, natürlich genau dann, wo ich nicht im Bild drauf war. Ja, okay, im Endeffekt war es dann auch nur eine kleine Illusion, weil es sind dann doch nur noch 1,3 Sekunden. So, weiter im Text auf Platz 5 haben wir Martin Fuhrmann. Der wahrscheinlich dann auf Platz 2 verrückt, wenn der Rest dann seinen regulären Boxenstopp absolviert. Oh, Entschuldigung. Das tut mir jetzt leid, das ja, war ein Nebeneffekt des Energie. So, Kai Knebel, Boxenstopp bereit auf Platz 3, relativ nah hinter Martin Fuhrmann. Platz 7 etwas weiter dahinter noch, wenn wir ja vorne noch den Chaos Racing SLS lang huschen sehen. Manfred Schneider, der Teamkollege von Kai. Ja. Boris Rippfert ist auch nicht so weit jetzt hier von Manfred Schneider entfernt, aber ich denke, Manfred Schneider ist halt, muss man so sagen, eine Klasse besser und wird dann wahrscheinlich jetzt den Vorsprung ausbauen. Boris Cordes auf Platz 9. Auf Platz 10 Henning Wollert. Das ist wahrscheinlich heute auch nicht so sein Tag. Wir können ja mal gucken, ob da vielleicht auch irgendwas am Auto nicht so ist, wie es sein sollte. Da eine Delle irgendwo. Das Auto sieht eigentlich noch recht okay aus. Kann natürlich auch sein, ich bin jetzt nicht so ganz auf dem Laufenden, dass er nicht so viel Zeit hatte zum Trainieren. Weil normalerweise erwarte ich einen Henning Wollert auch ein, zwei Plätze weiter vorne. Ja, okay, wo haben wir den jetzt? Auf Platz 10. Auf Platz 9 haben wir. Ja, einmal weiter. Frank Bauer in seiner Corvette auf Platz 11. Stefan Dedeke, der hier den eben gezeigten Chaos SLS, der immer noch ohne Heckschürze rumfährt. Überholt. Ja, vielleicht, also wie eben schon gesagt, klüger gewesen hätte Hasso Osterkamp in dem Fall, ja, die ganzen Sachen reparieren lassen und könnte dann jetzt wieder zeitentechnisch angreifen.
Ja, auf Platz 13 Michael Welle. Also, man kann es nur wieder sagen, ein ganz, ganz enttäuschendes Wochenende hier für die von Chaos Racing. Hier leider ihren Namen gerecht werden. Man kann es nicht anders sagen. Wir fahren hier auf den letzten, noch am fahrenden letzten. Jirko Meyer hier von Ockham Racing und Gerhard Zeller von KW Motorsport hier haben beide schon aufgegeben. So, schauen wir mal nach vorne. Peter Grau weiter am Führen. Vor Thomas Sutter. Marinus Rieder jetzt auf 3. Da hat sich bestimmt was boxentechnisch getan. Naja, also. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade so einen Husten. Ich muss mich mal kurz abstellen. So. Entschuldigung dafür, also. Was ich eben sagen wollte, also. Ich weiß jetzt nicht, ob Dominik Farbe jetzt langsam macht oder Marinus Rieder auf die Tube drückt, aber auf jeden Fall. Scheinen jetzt beide gleich schnell zu sein. Also meine Prognose, dass Dominik Farbet jetzt hier sich den Marinus Rieder schon relativ schnell schnappen wird, die ist eigentlich gar nicht so aufgegangen, wie ich mir das gedacht habe. Hat er jetzt wieder ein Zehntel im Vergleich zur Runde davor gut gemacht. Aber wie gesagt, wenn man jetzt einmal zu weit rauskommt, oder sich verbremst oder zu den Curb zu weit innen nimmt oder ja zu weit außen nimmt, kann man halt direkt mal bis zu fast einer Sekunde liegen lassen und ja, dann wäre der Abstand natürlich dann wieder etwas kleiner, dann würde auf der Geraden der Windschatten greifen, so dass das Ganze dann etwas spannender noch wäre. Also jetzt, um Gottes Willen will ich jetzt nicht den Marinus dazu anstacheln, dass er jetzt hier einen Fehler macht. Aber dafür, dass wir eben noch, also ich habe eben gefahren, dass er noch leicht gehandicapt ist, ich glaube, er hat eine Erkältung. Da schlägt er sich auf jeden Fall sehr gut dafür. Okay, jetzt hat er doch ein bisschen dampfen lassen müssen, aber nichtsdestotrotz gute Leistung bis jetzt hier von ihm. Eine Stunde und 10 Minuten bis jetzt gefahren von den 3 Stunden Renndistanz. 32 Runden sind das hier auf der 7 Kilometer langen Strecke in den Ardennen in Belgien. Jürgen Rieder hier für einen Verbremser und jetzt wird es interessant sein zu beobachten, wie das jetzt hier im Windschatten aussieht nachher. Nach der Urushia auf der Karten, wo mir jetzt der Name leider entfallen ist. Ja, Marinus Rieder macht hier Platz, war auch am klügsten. Ui, da kommt das aber nochmal ganz schön quer. Macht hier Platz, war auch am klügsten. Ich denke, für beide ist es besser, wenn jetzt hier einfach der Schnellere vorne wegfährt. So verlieren beide keine Zeit im Zweikampf. So, auf Platz 1 weiterhin Peter Grau. Gefolgt mehr oder weniger dicht von Thomas Sutter. Ja, wie wir eben gezeigt haben, auf Platz 3 und 4 Farbetz und Rieder. Auf Platz 5 Martin Fuhrmann. Auf Platz 6 Kai Knebel, wie auch eben noch. Auf Platz 7 Manfred Schneider, hier wieder halbwegs fein. Oh, der Abstand ist aber riesig. Hier Kai Knebel kommt jetzt hier gleich in den zweiten Sektor, den dritten, nicht genau jetzt.
Während Manfred Schneider gerade mal in den zweiten Sektor reingefahren ist. Also hier zwischen Platz 6 und 7 ein ziemlich großer Abstand. So, wenn wir hier sehen, zwei Fahrzeuge, wenn ich das richtig gesehen habe, steuern die Box an. Ich kann nicht genau erkennen, welche das waren. Oder war es auch nur einer? Ja, es war nur Thomas Sutter. Steht jetzt hier in der Box. Ja, also hier die Boxeneinfahrt ist, wie gesagt, riesig. Und die Boxeneinfahrt ist eigentlich sogar eher knapp, aber man sich das hier eventuell veranschaulichen kann. Kamera hinter. Welches Auto gehört? In einen von den SKS-Piloten mitfahren. Wenn hier angezeigt wird, ist Thomas Sutter eine halbe Sekunde in der Box stand, was glaube ich nicht ganz richtig ist. Also wie gesagt, hier fängt die Boxengasse an. Dann haben wir hier den neuen Start- und Zielbereich. Hier rechts haben wir die neue Boxengasse, die auch für die Formel 1 und die ILMC benutzt wird. Hier die erste Kurve. Bei Formel 1 haben wir hier ja noch zumindest den Boxenausgang. Da ist es nicht so ein großer Effekt. Aber hier bei der Variante haben wir jetzt rechts gesehen, da müssen halt die Piloten noch bis ganz hier unten, bis hier müssen sie noch den Begrenzer drin haben. Und das bedeutet halt schon einen extremen Zeitverlust beim Boxenstopp. Ja, soweit meine Exkursion in die Boxendurchfahrtskunde. Oh, hier ist ja wieder Lagerfeuerstimmung bei den Chaos-Piloten. Bisschen Trost spenden. Oh, Mist. Ja, der Abstand. Oh, jetzt, was ist denn hier los? Hat der jemand Öl verteilt? Beide fahren hier weit raus. So, Martin Fuhrmann, sieht so aus, als wird er hier also es sieht so aus, als wird er hier mehr oder weniger großen Schritten hier näher kommt an beiden vorhin fahren. Aber Kai Kniewi hängt auch schon eine gewisse Zeit hinter Martin Fuhrmann dran, also also hustig. Henning Wollet jetzt auf Platz 8. Zwei Positionen nach vorne geschoben. Rank Bauer auf der 9, auf der 10 haben wir Dörfer Dedeke. Ja, relativ weit raus. Auf der 11 rangiert der Teamkollege von Stefan Denike, Boris Cordes. Auf der 12 Joris Rückhardt, der fliegende Holländer, unser guter alter Freund. Hier im Nissan GTR. Im Design vom Subaru Power Racing Team, was ja letztes Jahr so in der 4 GT1 WM, während ihr hier über den Körper fährt und dann halt fast das Auto verliert. Wie gesagt, das ist halt zum Beispiel die Klasse von Martin Fuhrmann. Er fährt genau so weit an den Körper, dass er Platz spart, aber das Auto nicht ausmacht. Ist, ja, wie sage ich das, echt klasse. Wahnsinn. Während hier mal wieder einer von den Chaos Racing Piloten überrundet wurde vom derzeit führenden Peter Graudeck, glaube ich, wenn ich hier mal mir so die Zwischenzeiten so im Laufe der Zeit betrachte, hier ein bisschen Zeit gut macht sogar auf den zweitplatzierten Rick Schwabetz. So, und da wir ebenso hoch gelobt haben, würde ich sagen, wir können uns jetzt mal mit Martin Fuhrmann. Guck
allein lassen, aber ich denke, die sprechen aber auch für sich. Ja, wie wir gesehen haben, dass Martin Fuhrmann jetzt sich nach vorne geschoben hat und ja, Peter Grau war an der Box und sich, ja, hat Marinus Rieder überholt. Auf Platz 2 haben wir jetzt Kai Knebel. Auf Platz 3 haben wir, ja, Marinus Rieder muss jetzt an die Box. Wahrscheinlich jetzt in dem Willen, vor Martin Fuhrmann zu bleiben und dadurch schneller zu fahren, auch die Reifen etwas stärker verschlissen haben. Ja, Martin Fuhrmann auf 1, auf 2 Kai Knebel. Oh ja, Marinus steht in der Box. Auf Platz 4 Manfred Schneider. Auf Platz 5 wieder auf. Auf Platz 6 Dominik Rabitz. Der wahrscheinlich gleich wieder nach vorne gespielt wird, wenn die Leute an die Box kommen. Ja, Thomas Sutter ist hier sehr nah an Dominik Rabitz dran. Entschuldige mich mal wieder für meine Hustort hier. Jetzt hier ein bisschen weiter wieder von Thomas Sutter weg. Marinus Rieder kommt jetzt als Siebtplatzierter aus der Box. Ja, das wird jetzt interessant. Oder? Nein, jetzt doch nicht. Ich dachte, der Abstand wäre etwas kleiner. Bleib jetzt mal kurz auf Henning Bollert. Schauen, ob der jetzt an Marinus Rieder rankommt. Der Abstand beträgt 1,4 Sekunden. Oh, da verbremst er sich. Muss hier den Notausgang durch die Wiese nehmen. Verliert dadurch natürlich etwas an Seite. Martin Fuhrmann standesgemäß auf Platz 1. Dann, ja, Kai Knebel mit einem, ja. Oh, er hat jetzt auch eine kleine Delle vorne drin. Mal schauen. Hat der die vorher schon? Die ist schon etwas unglücklich. Es fehlt auch die Motorhaube. Fällt nämlich gar nicht so stark auf, wenn hier nur, ja, die Lackierung sieht fast so aus wie die Motorhaube. Naja, da wird wohl ein mehr oder weniger starker Leitplankenkontakt die Ursache sein. Also auf Platz 3. Oh, Manfred Schneider. Direkt verfolgt von Peter Grau, der natürlich aus der Box kam und dadurch sehr gute Reifen hat. Das wird jetzt interessant sein. Thank you.
Ja, oh, wie? Lebe hat Fuhrmann überholt. Wo? Oh, wann? Ach so, Fuhrmann war in der Box. Das erklärt einiges. Während Martin Fuhrmann jetzt wieder die Box verlässt, sein Teamkollege dahinter. So, wenn wir jetzt hier ziemlich genau die Halbzeit erreicht haben des Rennens. Also die Bilanz sieht folgendermaßen aus. Nebel führt hier vor Peter Grau und Martin Fuhrmann, wird gefolgt von Rawitz und Sutter auf Platz 5. Auf Platz 6 haben wir Marinus Rieder. Ja, der sich hier, jo, kann man so sagen, denke ich, in kleinen Schritten hier ziemlich ja, mit wenig Aufmerksamkeit ziemlich weit nach vorne gefahren hat. Also der Porsche scheint ihm zu liegen. Platz 7. Und wir haben hier jetzt Marinus Rieder, kommt hier aus der Puhon. Während, ja, Henning Mollert jetzt auch aus der Puhon kommt. Also ich denke, das sind so 3 Sekunden dürften das sein. Ja, 5 sind's. Oh, hier verbremst er sich noch leicht. Boris Kott ist ja in einem weiteren Gonzales Porsche. Dahinter jetzt Joris Schrippfahrt von NRL Racing im Nissan GTR. Auf Platz 10 Manfred Schneider. Ich denke nicht, dass das planmäßig ist. Größere Dellen weist das Auto eigentlich auch nicht auf. Relativ nah und eigentlich sehr nah dahinter jetzt Stefan Dänicke auf Platz 11. Dahinter, wie wir jetzt hier unten in der Grafik sehen, mit einer halben Minute Rückstand Frank Bauer. Und auf Platz 13 und 14 Gelackmeierten des heutigen Abends, nämlich Hasso Osterkamp und Michael Welle. Ein, muss man den total zu vergessen. Wird hier erneut überrundet. Also, erstens werden die jetzt nachher in der Besprechung nicht allzu gut drauf sein und zweitens werden die dieses Wochenende wohl ziemlich schnell, ziemlich radikal aus ihrem Gedächtnis löschen. So, Peter Grau hat die Führung übernommen. Ja, wahrscheinlich, weil... Oh, da kommt eine Corvette weit raus. Weil, ja, wie ich das jetzt hier einschätze... Ja, Kai Knebel wird an der Box gewesen sein. Gucken wir mal, wo... Ja, auf Platz 5 jetzt hier. Knapp vor Marinus Rieder. Ja, Dominik Farbert hat hier jetzt das Licht eingeschaltet. Fragt sich nur, wieso. Nee, Martin Fuhrmann war es. Der hat's nicht, der war schon wieder aus. Herr Fuhrmann hier mit einem leichten Verbremser vor der letzten Kurve hat er uns vorhin schon geschildert, dass das Auto zumindest in der Qualifikation noch in der Qualifikation etwas schwammig und etwas unberechenbar vor der letzten Kurve in der Anfangsphase war. Kann sein, dass das jetzt daran liegt, aber wahrscheinlich hat es ausgemerzt bekommen. Auf Platz 4 rangiert Thomas Sutter. Ist das jetzt hier ein Positionskampf? Ja, es ist ein Positionskampf. Marinus Rieder
der hinter Kai Knebel. Ja, Kai Knebel kam irgendwo aus der Box, wird wahrscheinlich ein bisschen Zeit dadurch verloren haben, dass er mit kalten Reifen rausgefahren ist, aber sobald die auf Temperatur sind, werden die den von Marinus Rieder wahrscheinlich überlegen sein, weil er ist jetzt schon ein, zwei Runden länger draußen, so wie ich das jetzt in Erinnerung habe. Wird aber sicherlich interessant sein, jetzt diesen Positionskampf weiter zu beobachten. Ganz kurz ein Telefonat hören. Ja, aber wie ich das eben schon gesagt habe, bei Knebel jetzt, nachdem er seine Reifen auf Temperatur gebracht hat, auch wieder etwas von Marinus wieder sich am Absetzen. Einer in die Box? Oder? Ne, wohl eher nicht. Ja, was spielt sich denn da vorne so ab? Peter Grau zieht hier seinen Runden ganz vorne. Auf Platz 3 haben wir Dominik Fabetz. Ja, Martin Fuhrmann kann sich jetzt hier ein bisschen von Dominik Fabetz absetzen. Liegt wahrscheinlich auch an den neuen Reifen von Martin Fuhrmann. Oh, wir gucken uns jetzt einfach mal so ein bisschen den Thomas Sutter an, der hier so seine Runden sieht. Bei Porsche kann man auch sehr gut immer die grünen Frontscheiben beobachten.